Hi und willkommen zu einer weiteren Folge Happy Wheels, heute mit GLP.TV Leveln. Oh, wir fangen mit dem Gyros King 007 an. Hey, für dich. Ach Leute, schreibt doch einfach nur als Punkt rein. Dann weiß ich, okay, das ist euer erstes Level. Falls ihr das sagen wollt, dann macht es so. Hey, es macht Spaß. Ich glaube, Timmy kommt ein bisschen... Nee. Kommt scheinbar nicht so weit wie ich. Also klar, war schon im selben Bereich, aber trotzdem bin ich weiter geflogen. Ich warte jetzt einfach ein bisschen. Ich denke mal, wenn ich ein bisschen warte, dann klappt das auch. Ich glaube, das wird nicht mehr schneller. Ui, das war richtig schlecht. Heute Abend, Leute, mal so als kleiner Teaser, kommt etwas ziemlich Spezielles. Aber was das genau ist? Das sieht er erst um 18.30 Uhr auf meinem Tool-Kanal. Und? Ja, ich hab's geschafft. Geil, Timmy ist in meinem Darm drin. Oh, was macht der denn da? Ja, dich habe ich gut erzogen. German McMuffin. Oh, okay. Keine Lust auf Timmy. Auf Timey, keine Lust auf Timey, dann langsam auf die Mine fahren. Ich mach das schnell. Hey, geht doch auch. Hallo, Gavin, da ist er nicht gefallen durch. Es gibt auch ein kleines Easter Egg. Och nee, oh, ich schaff's. Schnell! Oh ja, gut gemacht. Danke. Hey, was ist das Ding? Nein, baller das nicht zurück, bitte. Und da werde ich abgeballert. Komm, ich fang's auf. Ach, schade. Komm. Geh mein Gesicht. Hä? Der hat's einfach direkt wieder mitgenommen. Ich glaube, jetzt ist es weg, oder? Ja, das hätte mich auch wirklich gewundert. Okay, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. Und jetzt. Oh, oh. Oh. Es geht noch weiter. Bei der Raupe, das ist ja schön. Oh, Domino. Okay, ja, tolle Sache. Ist jetzt echt ein tolles Level. Drücke Z, drücke Z. Nee. Oh, okay. Nein, ich mach's doch schon. Oh Mist, ich hätte mit meinem Fahrrad runterdüsen müssen. Ich sterb doch eh, ey, jetzt würde ich das... Oh, hui. Überleben würde. Naja. Tot bin ich auf jeden Fall. Sogar ziemlich, aber ich war einmal im Ziel, das reicht. Dann gehen wir bei Free Freezer rein. Hey. Boah, nee, komm. Was mache ich da? Ja, das freut mich auch. Oh ja, ich habe schon gelesen. Lies nicht so lange. Dann erzähle ich dir was. Was? Hä? Okay, ich warte hier mal eben. Oh, richtig knapp. Richtig knapp abgewartet, Mann. Lies nicht zu lange. Fahr weiter dann jetzt. Ach so, wenn ich weiterfahre, erzählt er was. Ich dachte schon, wenn ich sterbe, erzählt er was. Das ist schade. Ich hätte mir das lieber im Tod gewünscht. Ja. Mann! Doch, so ein scheiß Opfer, ey. Schaffst du nicht mal, sich einmal rumzudrehen mit dem Fahrrad? Also, ich könnte das. Gut, nochmal von vorne. Und... Dim, 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 dim. Was geht hier ab? Wind. Nein! Oh Gott. Hilf mir doch, oh nee. Einen Arm habe ich noch. Oh, die ist hier noch was. Soll ich zurückgehen? Soll ich vorgehen? Soll ich zurückgehen? Ich gehe mal hier durch. Oh, da ist er noch. Ja, wer konnte denn sowas riechen? Oh, Mann, da fliegt alles von mir. Okay, einen Versuch noch. Das Level ist sehr schnell, sehr frustrierend, finde ich. Also ist nicht schlecht oder so, aber irgendwie finde ich das ziemlich nervig, immer dann so weit zu fahren. Ich hab auch einfach wieder vergessen, was jetzt kommt. Ach, Manuel. Du bist einfach der Burner. Nein. Ganz, ganz langsam. Genau so. Tipptopp.
Ja, geil. Ah, ich hab's vergessen. Nein. Ich wusste, dass sie kommen, aber ich dachte, sie kommen ein bisschen später. So, vielleicht... Ah, da war das Ziel. Okay, okay. Jetzt verstehe ich auch, warum ich vorbeigeflogen bin, als er mich weggekickt hat. Ein tolles Level war das. Dann gehen wir in Was geht dich das an rein. Also von Was geht dich das an. Hallo GP, das wird das Level für dich. Ich hoffe, entschuldige dafür, dass ihr etwas schwer dort zu kurz sind. Falls ihr mich bewirkt, sieht nicht mehr. Ich habe keine ruhige Hand. Ich habe keine ruhige Hand. Bringt eine ruhige Hand etwas beim Level erstellen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Naja. Hui. Ja. GLP.TV. Freeze Fall. Ja. Ach so, einfach hier warten. Ja. Dann mach Fritz Fall bitte mal. Hallo, Fritz Fall bitte. Geht kein Fritz Fall. Kannst du dich bitte mal aktivieren? Das. Hä, als ob das. Als ob das nicht Sinn der Sache wäre, dass ich jetzt hier irgendwie warte. Ah, wait. Ja, geil. Wehe, du gehst danach. Ich glaube echt, dass. Oh nein. Geil. Okay, wisst ihr was? Ich kann das noch schaffen. Ja? Komm, fall! Shit! Jawohl, eigentlich. Nee, eigentlich bin ich gearscht, kann man schon so sagen. Man. Er greift einfach nichts, jetzt geh doch dahin! Ah! Oh Mann! Ja! Ja, ich hab's einfach wieder! Das bringt mir nur überhaupt nichts. Ach, scheiße. Erinnert ihr euch noch an den Kackpart, wo ich das. Weiß nicht, 10 Minuten probiert habe, aber nur 5 Sekunden davon in dem Video drin gelassen habe? Also, wie ich probiert habe? Das Teil wieder zu greifen, das war cool. Hat aber leider nicht geklappt. Ich wünsche, da jetzt geklappt und hier nicht. Ja, wenigstens sinnvoller. Hallo, kannst du mal bitte. Hä? Als ob ich jetzt echt davon absteigen müsste. Das kannst doch nicht sein. Jetzt echt? Ich verstehe nicht, wie man das triggert. Triggert. Na egal, dann überspringen wir das. Ist ja nicht schlimm. Dann gehen wir zum Quiz. Quiz. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 83 Millionen, ein knapp. Also ich würde, wenn ich jetzt raten müsste, knapp 81 Millionen eigentlich. Ja, würde ich schon sagen. Bin mir nicht sicher, aber die Zahlen steigen ja eh die ganze Zeit. So viel wie ihr rumhurt. Ja, hallo! Richtig! Ja, ich bin klug. Wo wurde das Fußballspiel erfunden? Ja, ich weiß nicht, was ein Fußballspiel ist. Brasilien, Deutschland, China. Ich schätze mal Brasilien. Falsch! In China? Ja, wo soll ich das denn wissen? Alter, Fußball interessiert mich mal so überhaupt nicht. Das ist wirklich... Weiß nicht. Scheiße. Ich... keine Ahnung. Habe ich mir nie mit antworten können. Richtig! Wer ist es? Echt China? Die Xing-Shang-Shongs? Was ist die beliebteste Süßigkeit der US-Amerikaner? Chips, M&M's, Gummibärchen. Ich würde jetzt echt Chips sagen. Hä? M&M's? Also würde da jetzt stehen Schokolade. Dann hätte ich Schokolade genommen, aber M&M's? Wirklich? Stimmt das, Leute? Ich weiß es ja nicht, aber das kann gut sein. Ja, Fußballspiel erfunden. Süßigkeit, der USA. Ich geh einfach weiter. Aber nee, das geht ja gar nicht erst runter. Das sah gerade nur komisch aus, weil ich unten war und das in der Mitte da irgendwie auch ein Loch hatte. Wer war der Erfinder des Dynamits? Ah, ich glaube, das weiß ich. Also Kepler schon mal nicht. Emil von Behring, keine Ahnung. Alfred Nobel. Ja, ich hab richtig. Ich hab's richtig. Emil von Behring, wer ist das? Sekunde. Emil von Behring. Retter der Kinder. 15. März 1854 geboren. 1917 gestorben.
Boah, ein relativ schönes Alter erreicht, ist doch toll. War ein deutscher Bakteriologe und Serologe sowie Träger des ersten Nobelpreises für Physiologie oder Medizin. Besonders aufgrund seiner Forschungsarbeiten an der Diphtherieerkrankung, an der seinerseits nahezu jedes zweite Kind starb. Achso, okay. Und seiner wissenschaftlichen Erfolge, hierbei wurde er lange Zeit als Retter der Kinder tituliert. Also jemand, der richtig schön viel mit seiner Intelligenz getan hat. Das ist doch toll. Und mit seinem Talent. Von wem ist der Song der 50 Shades of Grey, der in wahrscheinlich 50 Shades of Grey gespielt wird? Also erstmal habe ich gehört, dass der Film ultra scheiße sein soll. Und zweitens habe ich nicht gesehen. Beantworte ich gar nicht erst. Und nun die letzte Frage. Magst du GLP.TV? Natürlich. Alter, wie kann man das denn nicht mögen? Genau! Willst du mich verarschen, du... Nee. Okay, dann raten wir jetzt. Ellie Goulding, Sam Smith, Fitche Ellie Goulding. Zweimal Ellie Goulding. Ha! Nein, ich wollte doch gar nicht da rein. Oh, shit. Oh Mann, ey. Okay, nochmal ganz schnell durch. Oh, wo haben die mich erfunden? Junge, komm, die M&M's. Ja, was hat denn da mich jetzt einfach normal? Ja. Die Ellie Goulding. Meine Frage an dich. Warum weißt du das? Nein. Verarscht. Okay, also hast du es zurückgezogen. Das finde ich gut. Schön, dass du die Aussage doch noch überdacht hast. Das war ein cooles Level. Echt ein cooles Level. Aber gut, dass du nicht den richtigen Namen angegeben hast, ne? Sonst wüssten wir jetzt alle, was du so guckst. MG Lotto LP. GLP.TV Welt. Hallo, du fährst andere Mal, du musst die Welt retten. Ja, das muss ich immer. Hallo Manuel, du fragst dich, was ihr los ist. Alter, lest ihr nochmal durch, was ihr selber schreibt? Was geht denn ab? Der böse Tattle, okay, zerstört die ganze Stadt. Du musst ihn aufhalten. Manuel, Hilfe! Halt endlich die Klappe! Oh nein, Manuel! Ah, wir sterben, okay. Oh nee. Halt, du kommst ihr nicht durch. Wie kann man denn immer ihr mit hier verwechseln? Ach Mann, Alter, erklär mir das mal bitte. Manche Fehler verstehe ich einfach nicht. Oh, oh. Das ist ein bisschen doof. Hallo, ja, ist okay. Ah ja, ich hab's geschafft. Was? Haha, haha. Manuel, du hast aber Mut, ihr... Du hast aber Mut, hierher zu kommen. Hahaha. Ich hoffe wirklich, dass du eine Schwäche hast. Also es wäre das ziemlich traurig. Nein, du entkommst mir nicht. Hahaha. Da fällt mir wieder auf, dass... Wenn ich ein Kind hätte, würde ich so auf die Bildung achten. Also was, na, nicht auf die Bildung. Eher so darauf, dass... Ich glaube, echt mein größtes Augenmerk würde darauf liegen, dass der alle Sprachen lernt. Wenn man früh damit anfängt, kann man, wenn man ein halbwegs intelligentes Kind gezeugt hat, doch eigentlich hingehen und dem Kind extrem viele Sprachen beibringen, oder nicht? Chinesisch, also primär natürlich Deutsch, dann Englisch und dann vielleicht sowas wie Chinesisch oder so. Je mehr die können, desto krasser ist das Gehirn auch trainiert. Oh scheiße, Manuel kruppt. Ah, bitte hör auf. Ah, Kitzel. Okay. Oh. Oh, ich hab einen Tisch, der mich beschützt. Ja, das geht echt gut mit dem Glas noch, ne? Geil. Danke fürs Spielen. Was steht da? Fahr einfach geradeaus zum Ende. Okay, das mache ich. Ja, ich hab Tisch.
Manuel ist der Größte. Manuel, wir sind geredet. Wir sind geredet? Was? Sterbe ich noch? Sterbe ich noch? Bitte, komm schon. Oh. Ach, Mann. Naja. Nächstes Level, und zwar von Live Player 123. 0,1% possible. Okay. Hä? Ich glaube, also ich bezweifle, dass das geplant war. Oh Gott. Hä? Ist das sogar da? Also links kann ich mir ja vorstellen, aber das Teil hier? Hä? Als ob... Ey, da, what the fuck? Wie habe ich das denn hinbekommen? Ah, das soll einfach nur ein Troll sein. Sehr gut zu wissen, ja. Gut, dann... Perfekt, einfach mal mit dem Arsch drauf landen, finde ich gut. Das war echt zu gut gerade, wie ich das einfach umgekickt hatte. Genau. Keine Ahnung, wie ich das gerade mit den Dingern hier geschafft habe. Ja, zieht mich! Ach, schade. Ich habe mich aber ruhig mal ein bisschen... Geiler doch, herzlich. Warte mal, ich gehe einfach zurück. Danke fürs Spielen. Ach, guck mal, da geht sogar... Hä? Nein, ich... Oh, ich hätte doch durchgekonnt. Dann nicht. Oh Mann. Das ist aber traurig. Der erste Versuch war einfach der beste. So einen guten Versuch werde ich nie mehr in meinem Leben hinkriegen. Also nämlich Pessimist, aber ich glaube, das ist so. Ich lebe noch. Es fällt. Es fällt. Ist da. Na scheiße. Es fällt eben nicht. Nein, es fällt doch hoch. Aber nur wenn ich mehr Gewicht drauf lege. Und wenn ich mehr Gewicht drauf lege, dann bin ich drauf und. Die Bombe tötet mich. Okay. Was ist das denn für ein Tod gewesen? Oh Mann. Also sowas hasse ich, ne? Sowas hasse ich einfach. Na egal, dann würde ich sagen, war es das hier mit dem tollen Part. Bewertet den und freut euch auf 18.30 Uhr. Wehe, wenn nicht. Arschlöcher, tschüss, bis dann. Hasse euch, ey.